Hallo, willkommen. Wir haben ein neues Quiz. Dashcat hat uns wieder was zurechtgezaubert. Verspürt ihr auch Lecker. gerade so ein Hüngerchen wie ich? Oh, es riecht Oh, so ja, auf lecker. jeden Fall. Oh, Ich sollte tatsächlich ein größeres Hüngerchen verspüren, denn ich habe seit, ich würde sagen, seit 24 Stunden nicht mehr wirklich was gegessen. Oh Gott. Oh, Oh. dann hoffe ich, dass dieses Quiz dir heute sehr viel Appetit macht. Wir haben gestern ganz Abend TTT aufgenommen, war es so spät, dann wollte ich auch nichts Ach, mehr essen. Und dann stimmt. Oh irgendwie habe ich heute Nacht mal nein. aufstehen, aber auch nichts gegessen. TTT Oh. Fasten Du hast angesagt. nicht gefrühstückt? Nee. Ich auch nicht. Also ich habe seit mindestens 5 Minuten nichts mehr gegessen, Aber ich von hatte nach daher. TTT noch eine Pizza, also das Ah. zählt nicht. Eine Nein, Pizza? nein, warte, ein Um die Flammkuchen. Uhrzeit? Ich hatte Zu einen dieser Flammkuchen. Jahreszeit? Auf jeden Fall geht es in diesem Quiz. Um was geht es, Teschke? Es Ich geht suche das heute Bild. um Da, die. okay. Da ist das Ich hätte damit starten sollen. Vielleicht, Ja, ja. es geht heute um die Entstehungsgeschichte von den Namen von Gerichten. Genau, das war gerade Das war ein perfekt das Beispiel, erste alles gut. Beispiel schon. Vielleicht Genau. kommt noch Ey, das eine ist alles andere gut, das Titelkarte oder Beispiel. so. Oh ja, Triggerfinger noch von TTT. Oh oh. Nee, und zwar, aber ja, wir können schon direkt aufs Beispiel gehen. Das hatte Moggy mir nämlich geschickt und gesagt, ja, das wäre ein cooles Quiz, das Oh, das ist Spiegelei. wirklich das Beispiel? Ja, das ist wirklich das Beispiel, Deswegen das haben wir gute gesagt, das ist das Spiegelei. Beispiel vorhin. Nein, nein, Ja. vorhin. Da hatte Fully irgendwie Spiegelei gesagt. Ich wusste nicht, dass er das wirklich Oh. weiß. Nee, Fully wusste es Ich nicht. hab's Nee, ich hab's Fully, gesagt. Fully Ja, hat ich es vorhin weiß es. gesagt. Na, ich weiß es. Ich habe doch nie eine Antwort gegeben. Aber ja, auf jeden Fall habt ihr dann drei Was? Auswahlmöglichkeiten. Die Frage ist, ja, was ist die Entstehungsgeschichte vom Namen des Spiegeleis? Nein, Ist es Fully, A? es ging darum, dass du nicht wusstest, dass es das Ah, Beispiel sein Johnny. wird. Ach so. Kannst du ihn bitte erklären lassen? Genau. Ist es A, das Spiegelei heißt so, weil das Eiweiß die Form eines Spiegels hat und der Eidotter wie ein daraus herausschauendes Gesicht aussieht? Das Oder ist es gefällt B? mir. Ha, das ist B. Das Spiegelei heißt so, dass beim Anbraten von beiden Seiten exakt gleich aussieht und somit gespiegelt ist. Oder ist es C? Diese Spiegeleier sind nach dem spiegelnden Glanz des Dotters benannt. Ich hab irgendwie Es A schon mal gibt gehört, hier aber einen ich bin kleinen Twist, trotzdem aber jetzt den nicht. wird der Dashke euch schon verraten, Genau, soweit richtig. ist. Den werdet ihr in der Ihr könnt schon nächsten mal Folge raten, ich habe sehen. auch mitgeraten, ich kenne das Ergebnis bereits. Genau. Ja, ich Hey, bin, cool. ich kenne das Ergebnis halt auch. Also ich bin mir sehr sicher, die Geschichte schon mal gehört zu haben. Ja, Ich ich habe es A glaube, schon mal das gehört, aber ich glaube, es ist C. Ich wollte mal ein Video darüber machen und das eine der drei Entstehungsgeschichten fand ich sehr interessant, deswegen habe ich das öfter erzählt als Fun Fact. Ja, Ich dann habe hier habe ein ich es Video vielleicht daraus sogar von gemacht, dir. aber können wir uns darauf einigen, dass B einfach auch gar nicht so ist? Ja, B Können ist wir. halt, ne, wir können eine Folge weitergehen und dann sehen wir, B ist dann in dem Fall die falsche Antwort. Aber es Oh, sind A und was? C. Ach Oh, so. C Okay. auch. Weil es gibt manche Oh. Sachen, die mehrere verschiedene Entstehungsgeschichten haben Ah ja, zum Beispiel der und Hamburger. wo sich nicht zu 100% festgelegt wird. Deswegen, wenn ihr jetzt A hattet, ist es richtig. Wenn ihr jetzt C hattet, ist es richtig. Ihr wählt immer eins von den dreien aus. Wenn ihr B hattet, hättet ihr jetzt keinen Punkt bekommen. Aber so in dem Fall hätten jetzt Aber alle wir, das wäre ja wir peinlich, tippen wenn immer ich B nur, wir genommen tippen hätte. aber jetzt Tippt ihr immer nur nur einen eins? Ihr tippt immer Buchstaben nur ein. eins, genau, richtig. Auch wenn wir Okay. beide Antworten wissen, müssen wir uns für einen. Wollte gerade Es sagen, ist, mit nur einem. also, Aber ich glaube, wir es tippen wird nur sehr eins ein immer. unwahrscheinlich. Wenn Hamburger drankommt, weiß ich die Antworten. Nee, können wir nicht, wenn zwei, wenn mehrere richtig sind, können wir nicht mehrere dann eingeben? Oder die Also, wenn Frage ihr ist, dann wenn man einen mehrere richtig und einen eingibt und falsch eins habt, falsch dann ist ja auch ist, schwierig, wenn verliert ihr man dann dann mehrere. Ja, Punkte. genau. Ihr könntet ja auch A bis C immer eingeben. Ja, Ja, mit dem das Fall, ja, stimmt. das Ich sehe den ist dann Punkt von der doof, mit dem Stelle, ja. falsch Ich würde geworden. sagen, Okay. für den falsch Also, gemachten es sind gibt es auch, einen also die Abzug. wenigsten, bei den wenigsten sind mehrere Antworten Okay, dann richtig. machen wir nur eins. Okay. Also von Ja, wir daher. machen einfach nur eins. Dann würde ich sagen, Genau. wir fangen mal an. Der Ja, der Bienenstich. köstliche Bienenstich. Oh, was könnte nur die Geschichte sein? Bienenstich erstmal vorweg, mega stark. Also richtig lecker. Ja, kommt der Ja, Name denn genau. davon, dass die karamellisierten Mandeln oben auf dem Kuchen aussehen wie Bienenwaben? Oder ist es B, im Oh. 15. Jahrhundert bewarfen zwei Bäcker feindliche Eindringlinge in ihrem Dorf mit Bienenstöcken, um diese in die Flucht zu schlagen? Nach dem Erfolg backten sie den bekannten Kuchen und fortan wurde dieser Bienenstich genannt? Aber Oder ist warum? es C, im Warum 18. backen die Jahrhundert plötzlich wurde einen der Kuchen? Kuchen von einer friesischen Bäckerin erfunden? Der Name leitet sich ab von dem altplattdeutschen Wort Bineckenstich, was so viel bedeutet wie bitte noch ein Stück. Und aufgrund der großen Beliebtheit dieses Kuchens bei der Bäckerei wurde das damals sehr oft gesagt. Nur mal fällt. Was? Also, Du hattest nicht gelogen. Als erstes Vorbeut hat er gesagt, also die Sache, die ich mir selbst ausgedacht habe, die Leute hatten große Probleme zu unterscheiden, was wahr ist und was nicht. Das Ja, klingt. Ich würde alles glauben ich wollte davon. auch gerade sagen, Aber Deschke, du ich hast kenne dir die davon was Geschichte. erfunden? Ja, Deschke hat sich. Okay, ich kenne die Geschichte, außer ich scheiß jetzt rein. Aber Deschke, du hast dir was richtig Starkes ausgedacht. Holy shit. Eine Ich hätte es Geschichte, würdest du geglaubt. dazu sagen, gab's Ja, jetzt dazu? hat Ja. Fully hat mir gerade ein bisschen geholfen.
Spiele-Dinge haben eine interessante... Ich weiß, was es damit auf sich hat. Es wird heute eine interessante Reise. Ich frage mich, ob das mit dem Binekenstich, ob das wirklich Plattdeutsch überhaupt ist. Es geht so wie... Bitte Nirkenstich. Ja, genau so in die Richtung. Das sagt man auch am Hamburger Bahnhof ganz oft. Binekenstich. Binekenstich. Bitte noch ein Stück. Aber ja, stell dir vor, man könnte sowas aussprechen. Bitte noch ein Stück. Binekenstich. Binekenstich. Ja, also ich bin auch dabei, weil... Oh, jetzt Binekenstich oder so. Plattdeutsch kenne ich und das habe ich noch nie gehört. Okay, ihr habt alle eine Antwort. Seid ihr euch alle sicher? Ach stimmt, ja. Plattdeutsch ist nicht nur das, was in Hamburg mal Plattdeutsch ist. Ja, ich habe eine Antwort. Viel Plattdeutsch, Johnny. Okay, dann lösen wir auf. Ich sehe dreimal B und einmal A. Und es ist B. Verdammt. Die zwei guten Bäcker, die, ja, Eindringlinge im Dorf mit Bienenstöcken. Warum haben die dann... Wie wirft man Bienenstöcke? Wie kommt man an die? Wie habe ich mir das... Haben sie erst ein bisschen reingeraucht mit bisschen vielleicht vom frischen Brot war noch ein bisschen... Sie haben den Leib Brot geöffnet, dann kam sehr viel Dampf raus und dieser Dampf hat dann erstmal die Bienen betäubt. Dann haben sie gesagt, okay, jetzt können wir den Bienenstock sicher in die Hand nehmen und dann haben sie ihn geworfen. Ja, aber dann ist er ja immer noch entschärft. Wie fliegt der überhaupt? So eine Art, so mehr oder weniger Gangkrieg. Es war eine Reiberei. Was denn für ein Brot? Befeindeten Dörfern und ja, dann haben diese zwei Bäcker sich dem angenommen. Es ist keine zu 100% bestätigte Geschichte, aber es wird angenommen, dass das so passiert ist. Der fliegt doch gar nicht. Aber wenn die betäubt sind, dann greifen die doch nicht an, wenn die irgendwo hinwerfen. Die wachen schon auf. Wieso denn betäubt? Wo nehmt ihr das denn her, dass da irgendein Rauch... Hä? Die werden dich doch stechen, wenn du die noch alle aktiv sind. Wenn du das Bienennest ganz schnell nimmst und wegwirfst, dann sind sie ja da noch drin und dann sind die sauer auf die du es geworfen hast. Aber die kommen ganz schnell raus, mein Freund. Oder? Ist also gewagt, aber im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Dummes Sprichwort. Das ist absolut grauenhaft. Du stellst damit Liebe und Kriegsverbrechen auf, ey, wie auch immer. Okay. Im Krieg ist nicht alles erlaubt, will ich einfach nur sagen. Gut, dass ich wie als das ist korrekt. Absolut falsche Antwort gesagt habe. Haben denn die Bäcker, die das gemacht haben, auch den Kuchen gebacken? Ja. Ihr macht den Kuchen gebacken im Anschluss. Ja, ja, genau. Ich liebe aber Geschichte. Die Geschichte, nach die dem Erfolg backen sie einen bekannten Kuchen. Ja, stimmt. Ist da kein Honig drin? Ich möchte, dass du weißt, hätte ich die Geschichte nicht gekannt, ich hätte C gewählt. Ah, schade. Das hätte mich gefreut, hätte wenn jemand gewählt. C gewählt hätte. Aber wenigstens hast du die Geschichte auf A getippt. Das macht mich auch ganz froh. Ist Bienenstich ohne Honig? Ja, ne? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das ist interessant. Ich denke, er wird allein wegen des Namens öfter mit Honig gemacht. Du kannst Honig einfach als Süßungsmittel hinzufügen. Das ändert ja nicht zu viel. Stimmt. Ja, ein bisschen Honig. Wenn du die karamellisierst, ein bisschen Honig. Am Ende einfach ein bisschen drüber Honig. Ja, es freut mich, dass ihr hungrig in dieses Quiz gegangen seid. Kommen wir zu den Maultaschen. Das ist ein Heimspiel für Morgi. Ja, jetzt geht's los. Haben die Maultaschen A ihrem Namen, da die Maultaschen ihrem Namen aus dem schwäbischen Hungersnot von 1816, da dort die Verzweiflung, um an Fleisch zu kommen, sogar Maultiere und Gemüsereste verarbeitet wurden und in die bekannten Teigtaschen gefüllt worden sind? Oder ist es B, der Begriff Maultasche geht auf das 16. Jahrhundert zurück, in welchem dies ein anderes Wort für Ohrfeige war? Den Namen bekamen die Teigtaschen, da sie gekocht aussehen wie eine geschwollene Wange nach einer Ohrfeige. Oder es ist C, Maultaschen haben ihren Namen von ihrer Erfinderin Elise Maul. Diese war eine Schriftstellerin, welche 1901 ein Jahr in Italien lebte, wo sie Ravioli kennenlernte. Begeistert davon schuf sie eine eigene Kreation, welche in ihrem Buch Ernas Geheimnis Erwähnung fand. Ernas Geheimnis? Wo kommt denn das jetzt her? Die heißt doch Elise. Ja, aber so heißt sie ein Buch, das sie geschrieben hat. Vielleicht ist das keine Biografie, Maeve. Ja, aber hat sich das Deschke ausgedacht, Ernas Geheimnis? Ich denke, die Autorin wird schon existiert haben. Die Autorin von Harry Potter heißt auch nicht Harry Potter. Ich bin aber auch bei dir, Maeve. Ich denke auch so, das ist so komisch. Ich denke eher, dass es so ein Kochbuch ist und deswegen müsste ihr Name hat dieselbe dann hat Victoria dann ihr Geheimnis anderweitig vermarktet? Nein! Boah, aber das ist schwierig. Ich finde die alle irgendwie einleuchtend. Ich habe das mal gehört. Ich bin mir nicht sicher, was ich von den Gemüseresten halten soll, ehrlich gesagt. Denn wir reden aus dem vom Jahr 1816. Was sollten Gemüsereste damals gewesen sein? So einen reichen Speiseplan hatten die dann nicht, dass sie gesagt haben, oh ja, werfen wir das Gemüse weg, das brauchen wir nicht mehr. Wir haben reichlich Gemüse. Sie haben es nicht weggeworfen. Sie haben es ja aus Verzweiflung haben sie alles genommen und mit Maultieren zusammen verarbeitet. Da steht aber mit Gemüseresten. Ja. Ja. Die werden doch so das Endstück von so einer Karotte gemacht haben, in denen sie sowieso schon alles an Gemüse verwendet haben.
Nee, mit Resten meint genau das, was Deschke gerade sagt, was man wegschneidet und so. Dann kannst du ja Brühe draus machen. Ja, die Maultaschen werden ja in Brühe gemacht. Habt ihr schon Lösungen? Es gibt viele solcher Gerichte. Ja, ich habe eine. Du hast schon... Ich habe mich für eins entschieden. Ich habe eine gewisse Sache. Schwer. Ich habe etwas... Eine Herleitung, eine gewisse, die stimmen könnte oder halt nicht. Ich hänge mich noch ein bisschen an Gemüseresten auf, das ist ein bisschen problematisch. Oh, das wird ein langer Punkt heute. Gerichte. Es gibt sehr viele Gerichte, die genau auf sowas ja aufbauen. Ja, aber ich weiß nicht, du hast diese Tasche gefüllt mit Fleisch und sowas, dass das aus einer... Maultasche klingt ein bisschen wie, kennt ihr das, wenn ihr im Zahnfleisch so, so Reste sich ansammeln und irgendwann der Zahnarzt sagt, Ich verstehe das. Ich hätte gedacht, Maultasche bedeutet einfach, das ist eine Tasche, die in dein Maul passt. Fertig. Nee, dachte ich auch. Ich habe nie weiter drüber nachgedacht. Ich hätte auch das mit den Maultieren so irgendwie mir auch denken können, aber... Also ich sehe auf jeden Fall drei. Ihr habt alle was eingegeben von... Ja. Kommen wir zur Auflösung. Ich sehe dreimal B und einmal C. Ach, ich hab schon wieder falsch, oder was? Ich will dir nicht mehr mitstellen. Das ist doch unmöglich. Maeve, kannst du nicht davon ausgehen, dass Maultaschen aus dem Jahr 1900 stammen? Maeve, bitte. Ja, kann man schon. Ja, doch. Gibt's also doch länger als 100 Jahre, komm schon. Es gibt Gerichte, da hat's mich sehr überrascht, aus welcher Zeit die kommen. Also, ist länger als 100 Jahre. Ja. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt Maultaschen gegessen. Ich kenne die nicht. Das war's. Ich habe es mal gegoogelt, weil Moggy hatte irgendwie mal von seinen Maultaschen erzählt und ich war der Komische, der Maultaschen nicht kannte. Oh, Maultaschen und deswegen, sind so lecker. Oh, du, ich wollte sie zugeben. Und sie werden übrigens auch, es gibt eine andere Geschichte noch, sie werden auch Herrgotts Bescheißhalle genannt. Im schwäbischen Raum, was sehr süß ist. Und zwar aus dem Grund, da man ja an manchen Tagen kein Fleisch essen durfte. Oh ja, Fastenzeit ist das, man versteckt. Ja, genau, Fastenzeit. Und da haben sie das Fleisch in den Maultaschen versteckt. Und deswegen haben sie Herrgotts bescheißen, weil damit konnten sie Gott bescheißen und heilig Fleisch essen. Sie haben Gott verarscht. Der Allwissende kann das bescheißen, alle fand ich sehr süß. Der kann da nicht reingucken, der sieht auch gar nicht, wie es gekocht wird. Der Herrgott sieht ja nicht alles. Nee. Also, ich wusste das, weil in irgendeinem alten Struwwelpeter oder weiß ich nicht, Struwwelpeter. Oder was auch, nicht Wilhelm Tell, Wilhelm Busch, Ding, meine ich halt Maultasche als einfach nur als Synonym für Ohrfeige gehört zu haben. Du hättest dir das ausdenken können, aber nur deswegen habe ich es genommen, weil ich dachte, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, das heißt wirklich, Maultasche heißt einfach, ich pfeffer dir gleich eine. Ja, wir haben ein Gericht, was sehr lecker aussieht, und zwar Himmel und Erde. Das kenne ich. Ich nicht. Ich kann es auch vor dem... Das ist Leber mit Zwiebeln sozusagen. Ich mag das voll gerne. Kommt der Name daher, dass in dem Gericht Äpfel und Kartoffelbrei vorkommen und Äpfel an den Bäumen stehen. Hierbei für Himmel und Kartoffeln für Erdäpfel. Oh, stark. Oder ist es B, der Name stand von Hildegard von Bingen, welche im 12. Jahrhundert lebende Äbtissin war, die eine Reihe von Rezepten für die römisch-katholischen Gläubigen in ihrem Werk Causa et Curae hinterließ. Himmel und Erde ist ihr bekanntestes Rezept und entstand durch die Anschauung, dass das Himmlische im Irdischen zu finden sei. Oder ist es C, das Gericht hat seinen Namen durch das Buch Zwischen Himmel und Erde aus dem Jahr 1856 von Otto Ludwig. Dieser beschrieb in dem Buch eine ärmliche Familie, welche ein Gericht aus Kartoffeln und Äpfeln aßen, da diese nichts anderes zur Verfügung hatten. Nach der Veröffentlichung wurden diverse Varianten dieser Kombination kreiert und schließlich als Gericht Himmel und Erde genannt. Das sind auch wieder alles sehr starke Beispiele. Und ich kann mir auch vorstellen, dass zwei Stück richtig sind. Kann ich mir auch. Ja, stimmt. Kreativ. Ich denke, manchmal muss man mit seiner ersten Intuition gehen und genau das habe ich gemacht. Wo hast du das alles her? Bin ich ja. Das ist voll stark. Ja, das hast du richtig. Ich habe mir sehr viele Sachen sehr lange ausgedacht. Er hat bei BuzzFeed nach 15 Lebensmitteln, deren Herkunft du niemals glauben wirst, gesucht. Oh, jetzt hast du das Ganze alles verraten. Nee, ich meine den Rest. Er musste sich doch die Antworten ausdenken, die nicht stimmen. Das ist so super. Ja, ja. Da hätte ich auch Spaß dran. Hast du die KI gefragt? Nein. Dann wärst du sowieso damit ausgegangen, dass er am Ende stand und dann aßen sie alle zufrieden Himmel und Erde. Ja. Habt ihr schon mal von Causa et Curae gehört? Ja. Nee. Das haben wir alle gelesen. Es kommt mir voll bekannt vor. Das ist tatsächlich ein sehr bekanntes Buch. Okay, ich wollte nur sicher gehen, dass ich nicht in Dashke mal darüber gesprochen habe und es einfach so ein Buch aus Final Fantasy 14 ist. Andauernd darüber, Maeve, aber du hörst mir nie zu. Also, nee, das ist Latein, oder? Das ist Latein, oder? Ja. Ja, aber das. Ja, und dann?
Natürlich ist es Latein. Zu der Zeit war Latein noch sehr weit verbreitet, gerade im römisch-katholischen, germanistischen. Heiligen Römischen Reich, meinst du? Mhm. Grüße gehen raus an Jungs aus dem Heiligen Römischen Reich. Deutsche Nation. Also wir, oder? Ja, genau. Es ist die Frage, ist es das Simple oder hat sich Deschke wieder einfach was völlig Bescheuertes ausgedacht? Wie gesagt, ich denke, dass, also ich nicht, dass ich irgendwie eine Ahnung habe, aber ich denke, dass zwei Stück richtig sein werden. Ich habe fast das Gefühl, ich hätte euch das schon mal erzählt, aber ihr habt nicht zugehört. Das kann sein. Ich kenne das Gericht nicht, Johnny. Also mir so geht mir das andauernd. Ich gehe nur mit rein. Gerade weil du das Gericht nicht kennst, könnte ich mir vorstellen, ich hab's jetzt hier, das war dir egal, weil du gar nicht wusstest, wovon ich spreche. Ich höre eigentlich zu, immer. Was haltet ihr davon, dass der Stiel noch an dem Apfel und an der Birne dran ist? Das macht mich schon die ganze Zeit fertig. Danke, dass du sagst. Ich mach das ganze Gericht komplett fertig. Das Gericht, was da abgebildet ist, kenne ich so auch nicht. Ich kenne das mit Apfelmus und Kartoffelbrei und dann macht man sich eine Wurst oder eine Leber tatsächlich dazu. Ja, da ist es auch mit Wurst. Aber es ist, also die meisten Bilder, alles war mit Apfel. Mit Mus halt, das meine ich. Das sieht aus wie heißt das nochmal? Birnbohnenspeck. Da ist immer so eine gekochte Birne drin. Mit Stiel manchmal. Also ich muss kurz anmerken, gefällt mir nicht. Wikipedia-Bilder zu essen sind alle wirklich ja, die sind so ja. Oh mein Gott, sind die so eklig. Ich musste mir halt manche Sachen extra neu raussuchen, weil die auf Wikipedia sehr schlimm sind. Ich glaube, da Mobby und ich mal ein bisschen geschmökert. Da hatten wir auch so komische Dinge einfach. Ich habe keine Ahnung. Ich komm, ey, 33% Chance. Okay. Also wenn du jetzt wieder sagst, dass drei Leute die eine Antwort haben und ich habe die andere, dann gehe ich raus aus dem Call. Drei Leute haben die eine Antwort, nein, alle vier haben A gesagt. Der Name kommt dafür, dass die Äpfel am Baum für Himmel stehen. Was für eine Hildegard von Bing-Geschichte. Gut, die Hildegard von Bing. Wie gut das andere ist. Es ist so stark. Und was für die heilige Hildegard, wo habe ich das schon mal gehört? Hurrae steht für Heilung. Sie hat sie hat viele Werke über. Cool. Sie ist die heilige Hildegard und hat sehr viele Werke über Kräuterheilkunde verfasst. Ah. Ja. Ja, man nimmt etwas Echtes, aber schreibt es dann woanders dazu, wo es halt nicht, gar nicht stimmt. Das ist so verrückt, gut, oder? Das ist stark. Okay. Ein gutes Franzbrötchen, Johnny. Gute Franzbrötchen, ja. Ist das hier. Woher hat das denn seinen Namen? Ist es A, das Franzbrötchen bekam seinen Namen, das eine Spezialität von den Mönchen der Franziskuskirche in Berechtsgaden war, welche Besuchern und Reisenden gern dieses süße Brötchen als Speise mit auf den Weg gaben? Oder ist es B, während der Besatzung der Franzosen im 19. Jahrhundert bemühten sich die Bäcker, das Croissant nachzuahmen, wendeten diese jedoch in Zimt und Zucker, was zu einer eigenen Spezialität mit dem Namen Franzbrötchen führte? Oder ist es C, das Franzbrötchen bekam seinen Namen durch den österreichischen Meisterbäcker Franz Schubert, welcher über 600 Gebäckkreationen erdachte? Franz Schubert, was ein Kerl! Irre, oder? 600? Ja. Also eins für mich klingt am viel einleuchtender als alles andere. Bist auch ein Franz-Fan, oder? Ich liebe Franzbrötchen. Stell dir mal vor, du bist ein Typ, du bist Franz Schubert, du hast 600 Gebäckkreationen gemacht. Und man kennt nur dein Franz Und die sind Brötchen. So relevant, dass, das eine, das er gemacht hat, hat er sich gesagt, das ist so viel besser, das werde ich Franzbrötchen nennen, weil ich bin Franz. Wir haben 600... Können mir gestohlen bleiben. Das ist meine perfekte Kreation. Das ist mein Sohn. Gelaufen sein. Ich habe hier gepiekt. Besser werde ich nicht mehr. Ich meine, gemessen daran, wie Johnny und Fully vom Franzbrötchen reden, würde ich sagen, das war ein guter Peak an dem Punkt. Ja, aber vielleicht war es auch einfach die erste Kreation von ihm. Das kann auch sein. Franzbrötchen. Oder es war 479. Franzbrötchen frisch vom Blech. Das zweite ist die Schubertstulle. Ja. Und das Sexgewürz. Ach so. Oh, ich würde jetzt gerne wissen, ob Franzosen eine Besatzungszeit hatten. Selbstverständlich. Maeve, ja. Und dann kam der kahle alte Bismarck. Ah ja. Habt ihr schon was abgegeben? Nee, aber jetzt. Okay, dann lösen wir direkt. Ich würde gerne was dazu erzählen. Weil ich weiß nicht, ob das stimmt. Und ich dachte mir aber, deswegen habe ich da so komisch Fisimatenten noch hinter meiner Antwort. Weil die Story kenne ich nämlich. Ich gehe einfach zur Antwort, okay? Dann genau, richtig. Erzählen. Also ihr habt alle B, ihr habt alle richtig. Yes. Ja. Yes.
Das klang auch Johnny sehr, kann sehr kurz seine, und dann erzähle ich auch noch was zum Franzbrötchen. Ich wusste mich nicht vom Franzbrötchen, aber ich wusste, dass Hamburg und so halt besetzt waren von Franzosen um die Zeit rum. Und zum einen ist das Franzbrötchen sehr berühmt im Norden und in Hamburg und so. Und das Wort Fisimatent, was meine Mutter und meine Oma viel benutzt haben, haben sie mir erklärt, dass es daherkommt, dass eventuell, ist auch nur so eine Überlieferung, dass französische Soldaten zu den Mädels halt gesagt haben, Visimaton, also besuch mein Zelt später am Abend oder so. Und dann haben die Mütter immer zu den Töchtern gesagt, keine Fisimatenten hier. Hier werden keine Zelte besucht. Und deswegen dachte ich mir, vielleicht ist mein Franzbrötchen auch einfach aus der Zeit. Ja, die habe ich bei der Recherche zum Franzbrötchen tatsächlich auch gelesen, die Geschichte. Was? Ja, aber, und jetzt kommt's, das Franzbrötchen hat 9 Entstehungsgeschichten. Ist 100% festgelegt. Der führende Entomologe für Franzbrötchen sagte, sie sind alle falsch, wir wissen es nicht. Schubert! Aber es gibt diese neuen Theorien. Jan Franz Schubert ist natürlich ein Komponist. Musik komponiert, ne? Aber B klingt so realistisch. Wieso stimmt dann B? Weil das halt eine akzeptierte Weil die anderen beiden Deschke erfunden hat. Okay, ja, genau. Ich kann jetzt nicht 9 richtige und eine falsche Antwort oder also noch 9 extra der falsche. Oder es ist eine der 9, ja. Es ist eine der 9 verschiedenen. Hättest du statt Berchtesgaden Hamburg geschrieben, hätte ich A genommen. Ja, verdammt. Okay. Wo die guten Nonnenfürzle. Sind das... Ja, ich also Windbeutel und Nonnenfürze sehe ich jetzt auch, dass da eine gewisse Gemeinsamkeit geben könnte. Warte mal, ja, sind das jetzt Windbeutel oder Quarkbällchen? Nee, es ist halt einfach Brandteig, kommen wir aber gleich zu. Warte mal, sind Brandteig, warte, also es ist wie Schmalzkuchen so ähnlich. Ja, es ist ganz schmal, genau, richtig. Mutzen. Okay. Geht der Name Nonnenfürzel darauf zurück auf den mittelalterlichen Ausdruck Nunnekenfurt, was so viel heißt wie von den Nonnen am besten zubereitet? Oder ist es B? Der Name Nonnenfürzel geht zurück auf eine Geschichte, die besagt, dass eine junge Nonne zu feuchten Brandteig ins Fett gab, was zu einem Furzgeräusch führte, woraufhin der dortige Bischof das Gebäck Nonnenfürzel nannte. Das klingt so realistisch. Was ein Dreckiger. Das ist der gemeine Kerl. Oder ist es C? Der Name Nonnenfürzel geht zurück auf der Ähnlichkeit zur Prachtnonne, welches ein Vogel der Gattung der Prachtfinken ist und charakteristisch ein goldbraunes Gefieder mit weißen Punkten hat. Außerdem klingt sein Balzgesang ähnlich wie ein Furzgeräusch. Außerdem klingt er ähnlich wie ein Furzgeräusch. Boah. Ja. Ich mag es sehr, wie sage ich das am besten, ohne dass ich zu viel vorwegnehme. Auf jeden Fall, ich mag A sehr. Das einfach, das Nonnenfürzle kommt daher, dass es von Nonnen am besten zubereitet heißt. Und ich denke, niemand könnte Nonnenfürzle besser zubereiten als eine Nonne. Das ist... Meinst du? Das ist faktisch korrekt. Ich mag aber die B-Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass es genau so stattgefunden hat. Es klingt nach so einem Schwachsinn, ey. Ja... Es ist viel Schwachsinn dabei heute. Aber ich hätte die Manchmal denke ich mir, das kann sich Dashkin einfach nicht ausgedacht haben. Ja, ich denke mir das auch viel, so. Das hat er sich doch nicht ausgedacht. Wie viele Schreiberlinge hast du noch so im Hintergrund? Ich habe ganz viele Ghostwriter. ChatGPT oder? Ja, du. Erzähle mir eine Fake-Geschichte über Nonnenfürzle. Über Nonnenfürzle. Danke, ChatGPT. Oh nee, ich will nicht wissen, was da kommt. Okay, ihr habt eine Antwort eingegeben und es sind A und B. Nein! Du hast dich am Ende noch da, yes! Du hast am Ende noch auf C. Ich habe hier eine falsche Sache entschieden. Moggy, hast du A eingetippt? Ich habe A gewählt. Ja, ich habe auch A gewählt, ich bleib doch beim Nonnenfürzle. Ich habe auch A gemacht, aber ich hielt B für so realistisch. Ich dachte, ihr habt alle B genommen, weil B ist so, es klingt so realistisch, aber ich dachte mir, nein, es muss A sein. Wenn es A nicht ist, dann will ich auch keine Punkte haben. Ich dachte mir, Deschke hat sich Nunnekenfurt niemals ausgedacht. Never ever, deswegen habe ich A gewählt. Doch, ich habe schon ein tolles plattdeutsches Wort mir ausgedacht. Vorhin hatten wir auch schon mal sowas. Ich dachte, ja, das ist wieder so eine ausgedachte fake. Wort klang viel mehr nach Holländisch, nach Niederländisch. Deswegen dachte ich, na, das check ich gar nicht, was das ist. Sehr nah am Niederländischen. Ich dachte, A wäre komplett fake. Gibt's die Prachtnonne? Es gibt die Prachtnonne. Also ist auch aus der Gattung der Prachtfinken, aber sie sieht ganz anders aus und ich habe keine Ahnung, wie ihr Balzgesang klingt. Okay. Balzgesang klingt eher nicht wie Furzgeräusche. Na, wer weiß.
Ja, gut, ja. Kein Fun Fact. Ja, okay. Gut. Kalter Hund! Einen leckeren, kalten Hund. Ich hoffe, die tote Oma kommt. Das heißt kalte Schnauze. Ah. Oh, das hat mir jemand erzählt. Okay, ja, wir haben, kommt der Name A. Kalter Hund kommt daher, dass die Kuchtspezialität aus den Alpen oft Bernardiner Ladinenhunden neben dem klassischen Fässchen mit Rum angebunden wurde, um Verschüttete im Notfall mit Zucker und Fett zu versorgen. Ist es B. Der Name Kalter Hund kommt daher, dass der Kuchen optisch sehr an Grubenhunden erinnert, was kastenförmige Förderwangen im Bergbau sind und der Kuchen ohne zu backen im Kühlschrank gemacht wird. Oder ist es C, der Name Kalter Hund kommt daher, dass der Kuchen kalt zubereitet wird und am Ende optisch wie eine Hundeschnauze aussieht? Boah, das finde ich schwer. Ich habe mir gedacht, ich gehe auf ein Triggerwort. Wenn das vorkommt, nehme ich die Antwort, aber die ist zu dumm, die Antwort. Ich gehe auf das Wort kalt. Wenn ich von einer Lawine verschüttet werde, kommt dann also so ein großer Hund, netter, ja. Kann man streicheln, kuscheln. In den Eimer, die bei einer Lawine, ja. Er hat ein Fässchen um den Hals, hat ein bisschen Rum drin und einen kalten Hund. Ich habe schon mal das gehört, dass die, aber das, ich glaube, das war kein kalter Hund, das war was anderes, oder? Der ist ein warmer Hund, ein kuscheliger. Gibt's aber nicht halt wirklich den Begriff kalte Schnauze? Oh, kalte Schnauze das ist kein Essen. Fudi, das heißt halt die Schnauze. Ja, okay. Na, weil. Oder kalte Mund. Hat's auf den Punkt gebracht. Also, ich kenne den Begriff kalter Hund nicht, aber ich kenne kalte Schnauze. Das Gericht heißt kalter Hund. Ja, deswegen sage ich. Das ist mein Disconnect. Achso, du hast grade. Es noch nie gegessen, okay. Ich habe noch nie kalter Hund gehört, aber kalte Schnauze habe ich gehört. Es gibt für uns noch irgendwie. Wie war denn das nochmal? Es gibt noch so eine Bezeichnung dafür, die. Das heißt einfach Sau, irgendwas mit Sau. Aber das ist derselbe Kuchen. Aber Sauspeise oder so. Das kann doch gar nicht kalt zubereitet werden, oder? Doch, der wird kalt zubereitet. Viele Kuchen kann man ohne Backen machen. Ja, ich würde. Kalter Hund ist kalt. Sagen. Kalter Hund, du nimmst so Schokoladenzeugs, machst so Kekse rein und dann kommt es in diese Form und dann in den Kühlschrank. Ah ja, im Kühlschrank, stimmt. Ja, ja. Also die Kekse sind natürlich gebacken, aber anscheinend nimmt man die einfach. Aber schmilzt der denn nicht bei mir raus und wieder aus dem Kühlschrank? Ja, das ist das Risiko, dass jeder Schokoladengenießer auf sich nehmen muss, Maeve. Dein Snickers überlebt die Raumtemperatur ja auch irgendwo. Ja, ich. Außerdem ist halt die Frage, ich glaube, man, wenn man größeren hat, nimmt man ihn so in die Hand oder isst man nicht viel eher mit der Kuchengabel? Man isst das Ding einfach im Ganzen und dann kann es nicht schmelzen, Ende. Einfach rein. Ich meine, ich weiß, dass die gekauft gibt. Die hat man immer, wenn man so eine DDR-Snackbox holt. Und dann sind so kleine, die man einfach so essen kann. Die sind ziemlich gut. Komm. Ich glaube, die haben eine 8 von 10 von mir gekriegt. Ich ändere meine Antwort nicht mehr, aber ich google gerade nach diesem Sau. Willst du einloggen? Och, Johnny, kannst nicht Johnny, warten, bis die Antwort da steht. Bis die Antwort da ist. Hey, nein, ich suche nach Sau. Nach dieser Saukuchen, wie das heißt. Ja, aber okay. Google doch jetzt nicht nach irgendwelchen Sachen. Vielleicht kommen die noch dran. Ne? ich will den Namen wissen. Wir gehen auf jeden Fall nach lustigen Namen von irgendwelchen nächstes Mal sage ich es euch einfach nicht. Wir hören es eh. Es ist sowohl B als auch C, so, um das Ganze abzuschließen. Ja, es heißt wirklich kalte Schnauze. Es wird auch kalte Schnauze genannt, weil der Kuchen so aussehen soll wie eine Hundeschnauze. Ich hatte erst C dort stehen, aber ich habe mich nicht getraut und ich fand B schlüssiger. Ja. Also, die alle sagten, Uli, du erzählst Schwachsinn. Als ich kalter Hund gelesen habe, habe ich gesagt, wenn irgendwo Hundeschnauze steht, nehme ich das direkt. Ja. Und da fand ich es hier aber so komisch, so simpel irgendwie. Ja. Mir ging es auch so, Belfer. Dann dachte ich mir, manchmal muss man einfach mit den Basics mitgehen. Ich habe C genommen. Aber ja, was haben denn die Bernardiner? Ihr habt mir C ausgeredet. Die Bernardiner haben nur Rum. Die haben nur Rum dabei. Ach, die haben sonst nichts. Also ich wollte auch Zucker und Fett schreiben, aber hatte vergessen. Fett. Es gibt wilde Sau. Wildschwein. Das heißt. Nee, und von daher, also die haben nichts dabei. Außer den Rum, aber das wird auch nicht mehr gemacht, also. Ja, das dachte ich mir schon. Das war mal wohl ein Ding. Ich glaube, heutzutage ist die Medizin weiter, als dass man sich sagt, ja gut, wenn jemand nicht so gut geht, dann sollte er erstmal ein bisschen Alkohol rein und dann rein ins System. Wir wohnen in Deutschland, also ich weiß ja nicht. Das ist Deutschland, auch sagen. Alkohol, der ist heilt. Ah, guter Schnaps, der macht gesund. Oh, der köstliche Kaiserschmarrn.
Ja, woher kommt das Wort her? Es ist A. Da Kaiserschmarrn besonders in ländlichen Gebieten Österreichs sehr beliebt war, geht der Name zurück auf die Begriffe Kasa, was für Almhütten steht, und Schmarrn, welches ein anderes Wort für Pfannkuchen oder Palatschinken ist. Oder es ist B. Das Gericht wurde im Jahr 898 nach dem römisch-deutschen Kaiser Arnulf von Schmarrn benannt, nachdem eines Tages sein Hofküchenpatissier krank war und Kaiser Arnulf kurzerhand beschloss, selbst einen Pfannkuchen zuzubereiten, was schief lief und zu dem klassischen Gericht führte. Oder es ist C. Das Gericht war ursprünglich Kaiserin Elisabeth gewidmet, welches jedoch nicht mochte, woraufhin Kaiser Franz Josef sagte, gib her den Schmarrn, was zu deren Namensherkunft führte. Oh, die finde ich alle gut. Vor allem ja. Arnold von Schmarrn gefällt mir sehr gut. Ich glaube, das selber mal nachgeschaut, glaube ich. Oh ja, gerade eben, oder? Ja. Eben ganz schnell. Bevor woher das kam noch mal der Name von Kaiserschmarrn? Da hatte ich Google das schnell. Ich will das jetzt wissen. Ja, das hat man, wenn man morgens wach wird und sich denkt, boah, Kaiserschmarrn, wo kam das her? Das muss wenn jetzt man gerade im Quiz ist. Nee, ich habe das mal im Stream gemacht, glaube ich. Weißt du die Antwort noch? Ich meine schon. Ich hab's aber auch sehr schnell eingegeben. Ich glaube nicht, dass man so schnell googeln könnte. Wer weiß? Ich denke, ich finde eine von den Antworten unterhaltsamer als die andere. Und gemessen daran, wie ich vorhin auf was anderes reagiert habe, fällt es euch wahrscheinlich schwer zu erraten, welche ich meine. Ich sag, Fully stimmt für A, weil das Wort Palatschinken drinsteckt und kann sich Fully einfach nicht helfen. Ich meine, ja, aber... Aber? Ich habe extra beide Wörter genommen, ja, damit es nicht zu Streit kommt. In Österreich wird auch überwiegend Palatschinken wohl gesagt. Huh. Okay, ich sehe eine sehr bunte Mischung an Antworten. Seid ihr alle ready? Ich habe mich entschieden, ich bin in Form. Okay, nur Moggy hat es richtig. Es ist Antwort C. Yes! Verdammt! Ja, das kommt aus Österreich, das ist doch genau... Das war aus Österreich, ich wusste, oder? Das war irgendwas mit Kaiser. Österreichische Spezialität. Das ist doch so, also komm schon, die Geschichte, Gewehr den Schmarrn. Komm schon, das ist doch also so eine schöne Geschichte. Es gibt auch da drei oder vier Geschichten. Almhütten werden wirklich Kasa genannt, das ist eine andere Geschichte, die ähnlich ist, dass Kaiser Franz Josef an diesen Hütten Halt gemacht hat und dann wurde da der Schmarrn gemacht und dann wurde gesagt, ja, das wird jetzt Kaiserschmarrn genannt, weil ich bin der Kaiser und entscheide das jetzt. Das ist eine der Geschichten. Ich wusste, dass irgendein Kaiser halt wirklich eine Rolle spielt, aber... Das wurde das Folgende, hat das mit Kasa und Schmarrn und so, dass ich, das klingt so wie eine Geschichte, die Johnny irgendwann mal vielleicht erzählt hat oder so. Auch in diesem Kasa. Nee, da habe so. Ich Schmarrn erzählt. Schmarrn bedeutet weder Pfannkuchen noch Palatschinken. Ja. Ich war halt so verwirrt, weil ich mir dachte, also Palatschinken ist was anderes als Kaiserschmarrn, aber B ist halt Quatscho und C habe ich einfach nicht geglaubt. Ich dachte, B ist 186. Nicht Quatscho. Also, ja, B ist einfach nur Schmarrn und ich dachte, es war bescheuert. Das kam mir so bekannt vor mit dem, dass das schief gegangen ist irgendwie. Aber vielleicht. Nee, leider. Also, es gab auch Arnulf von Schmarrn nicht. Er hieß Arnulf von, ich habe den Nachnamen vergessen. Er war deutsch-römischer Kaiser zu der Zeit. Er hatte vermutlich keinen Hofküchenpatissier. aber ja. Ich dachte, es war irgendwie so, dass ein Pfannkuchen zerrissen wurde aus Versehen. Grüße es ist gehen eine raus der an Geschichten, für das, der Hofküchenpatissier für Kaiserin. Ich habe ihren Namen vergessen, den beim Zubereiten oder beim Servieren zerrissen hat und daraufhin gesagt das wurde. Das habe ich darauf bezogen, auf dieses. Der Koch hat wieder Schmarrn gemacht. Das war auch eine der diversen Geschichten. Dass es schief lief, dachte ich halt. Genau. Also es gab auch hier, wie gesagt, mehrere. Ja. Oh, Love's das ist Chaos schon wieder ein Heimspiel. Das muss ich wissen. Ja, ist Love's Chaos. Love's Chaos ist ein Matrosengericht, welches 1706 in England erstmals Erwähnung fand. Der Name leitet sich ab von Lob's Curse, was so viel bedeutet wie Speise der Pflege. Oder es ist B. Love's Chaos ist ursprünglich ein Gericht aus dem Baltikum und der Name leitet sich von den lettischen Wörtern Love's Chaos ab, was so viel bedeutet wie gute Schüssel. Oder ist es C. Love's Chaos fand erstmals Erwähnung im Würzburger Kochbuch Das Buch von guter Spieße. Ich erinnere mich an dieses Buch. Von 1350. Der Name leitet sich ab von mittelalterlichen Begriffen Lab für Leib und Chaos für Kauen. Bürgerliche Live-Action-Wurfle. Genau. Bürgerliche nannten die dies so, da eher wohlhabende Menschen beleibt waren und dies zu der Zeit beim Adel ein beliebtes Gericht war. In dem Buch von guter Speise war auch erstmalig, fand der arme Ritter. Ja. Oh, das wüsste ich auch gern. Ob es einfach daherkommt, dass arme
Ritter. Ich habe arme Ritter nicht reingenommen, weil es ist zu obvious. Also kann ich schon sagen, es ist arme Ritter, weil die Ritter waren arm. Ja, dabei die zu der Zeit, da waren nicht so viele Krieger und da wurden sie nicht gut bezahlt und da mussten sie Brot. Altes Brot. Es ist zu offensichtlich. Mir ist keine Geschichte eingefallen, die irgendwie noch realistisch wäre. Ist French Toast das gleiche wie arme Ritter? Ich glaube schon. Nein. Es ist ähnlich, sagen wir es mal so. Also French Toast wird ja süß oder meistens süß. Arme Ritter ist auch oft süß. Meistens. Echt? Ja. Ich kenn, also sowohl herzhaft als auch süß. Ich kenne auch beides. Aber eher süß. Ich kenne sowieso unter einem ganz anderen Namen. Oder nicht ganz anderen Namen, aber ich kann es immer als toter Ritter und nicht armer Ritter. Toter Ritter habe ich noch nie gehört. Es hat nicht mal mehr gereicht. Irgendwie wenige gehört, toter Ritter, aber so habe ich es halt kennengelernt. Genauso wie kalte Schnauze auch kaum. Genau, kalte Schnauze. Ich bin immer in der Minderheit. Ich weiß nicht, woher das kommt. Okay, ich sehe vier Antworten und davon sehe ich drei richtige. Es ist Antwort A und B tatsächlich. Maeve hat Antwort C. Ich habe natürlich wieder eingeschissen. Das kommt echt aus dem Baltikum. Ich war mir so sicher, nö, ist einfach aus der Seefahrt. Ich hatte auch überlegt, Baltikum zu nehmen, aber ich dachte mir, mein Gedanke war, suchst dich Dashke als Beschreibung des Wortes Lapskaus gute Schüssel aus? Das macht es ein bisschen realistisch. Also, hätte ich zwar genommen, scheiße. Ich habe darauf gepokert, dass niemand Lettisch kennt. Ich kenne Lettisch auch nicht. Also dachte ich mir, das ist bestimmt Red Herring. Ja, an alle lettischen Zuschauer, ich hoffe, ich habe Lapskaus richtig ausgesprochen. Also, ja. Grüße gehen raus an die Lapskaus-Essenden. Lapskaus-Essenden. Da draußen. Super. Ich bin mir selbst nicht so professionell. Hat jemand außer mir A gewählt? Ja, ich habe A gewählt. Okay. Ja. Ich dachte, es muss aus der Seefahrt sein, weil mir wurde immer erzählt, ja, Lapskaus entstand so, dass auf dem Schiff hattest du nicht so viele haltbare Sachen. Hattest du keine unhaltbaren Sachen und dann musstest du ein Gericht irgendwann improvisieren nach langer Seefahrt aus den Sachen, die du hast. Also Kartoffeln, so eingemachtes Fleisch und irgendwie eingelegte Gurken. Ja, das ist Lapskaus. Und weil es ein paar Hühner an Bord, wo sie sich sicher waren, dass sie kein Skorbut bekommen. Ja, genau, dann hast du noch ein Spiegelei drauf gemacht. Das macht das Zahn. Da hast du ein paar Hühner an Bord und dann. Ja. 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 Oh, die Pizza Margherita. Das ist tatsächlich sehr bekannt, die Herkunft, aber mal schauen. Ja, es wird's lecker. Ich weiß es nicht. Sehr gut. Ist okay. Die Pizza Margherita hat ihren Namen durch die italienische Stadt Santa Margherita Ligure, wo diese 1823 erstmals zubereitet wurde und in kürzester Zeit größte Beliebtheit im ganzen Land bekam. Oder ist es B, die Pizza Margherita hat ihren Namen durch die italienische Königin Margherita, welche 1880 verschiedene Pizzabäcker des Landes zu sich einlud, welche die beste Pizza für sie backen sollten. Dabei entstand die klassische Pizza Margherita. Oder ist es C, die Pizza Margherita hat ihren Namen durch die Blume Margherita, oder zu Deutsch die Margherite, da sie gebacken genauso rot und goldgelb aussieht wie das Innere der Blume. Außerdem ist sie eine sehr beliebte Blume in Italien, da sie die Farben des Landes trägt. Ich muss sagen, das Bild von der Pizza ist auch schon wieder ist ein bisschen traurig. Das ist von Wikipedia tatsächlich. Ich weiß, aber es ist eigentlich okay. Erkennt man? Also ich fand ich meine, man hätte ein bisschen, wenn man schon ein Bild für irgendwo macht, dann hätte man vielleicht das schöner anrichten können, so ein kleines bisschen, aber gut. Nicht alles auf einmal. Also du willst nicht wissen, wie Lapskaus und Himmel und Erde aussahen auf Wikipedia. Also ich öffne die Seite und mir wirklich... Himmel und Erde war ein gutes Bild. Weil Lapskaus ist halt auch wirklich... Nee. So unabhängig. Also nur Moggy weiß es auf jeden Fall. Optisches Lapskaus einfach nur erbrochen ist. Ich sag's mal so, ich glaube, ich weiß es, aber das werden wir gleich sehen. Also ich habe eine Idee, aber es gibt so ein Sternchen da drin, was mich irgendwie stört, wo ich mir aber selbst nicht ganz sicher bin gerade. Das ergibt auch keinen Sinn, das erkläre ich nachher, falls es überhaupt richtig ist. Kannst du googeln, wenn du dir sicher bist. Ich habe einfach googeln. Nee, natürlich mache ich das jetzt nicht. Ich habe halt gar keine Ahnung, ich muss raten. Also ich habe eine Sache ausgeschlossen. Tatsächlich. Dann ich sehe. Ich hoffe, es war nicht der Haustürschlüssel. Ich sehe drei richtige Antworten und ich gehe raus aus dem Chor jetzt. Nein, bitte nicht. Schatz, sich selber auszuschließen. Ich habe eine Sache ausgeschlossen. Schlüssel ist draußen und ich bin drin. Es ist Antwort B. Königin Margherita hat damals ganz viele Pizzabäcker zu sich rufen lassen. Lustiger Funfact ist dabei, es wurde immer einer Pizzeria oder einem Meisterbäcker zugesprochen, dass er der Erfinder der Margherita war oder auch der Lieferant der Pizza. Allerdings ist er der Einzige, der die Empfangseinladung aufgenommen hat. Und ja, deswegen kam der Mythos, dass eine einzige Person das erfunden hat. Darf ich sagen, was mich daran gestört hat, weswegen ich lange überlegt habe, ob das jetzt ein Red Herring ist oder nicht? Ja. Weil das kommt doch aus, also wenn du es recherchiert hast, das kommt doch aus, also die Pizza kommt aus Neapel, richtig? Und Neapel Pizza war ein Napoli, eigenes... Ne?
Nein, das heißt ja auch noch so. Heißt ja neapolitanische so, Margherita ist dann noch. Genau, mal, genau. Und Neapel war ein eigenes Königreich, glaube ich, noch zu der Zeit. Also war es keine italienische Königin, weil es gab noch kein Italien. Und das hat mich irgendwie die ganze Zeit ein bisschen, glaube ich, ich bin mir sogar unsicher, ob das stimmt, aber ich glaube, das hat mich die ganze Zeit so aufgehalten. Also Freunde, ich kann euch sagen, wenn ich König wäre, ich würde genau so handeln. Ja! Ich habe hier so ein Gericht, das finde ich gut, aber ich will das Beste der Besten. Es war auch damals wohl so, dass eine Zeitung 35 Belege veröffentlichte, die toll zu einer Pizza passen würden. Und sie hat halt ganz viele eingeladen, die aus 8 dieser Belegen tatsächlich Pizza für sie backen sollten. Und daraus entstand dann halt Pizza die Margherita. Was war denn Pizza vorher? Weil die Margherita ist ja die Grundlage für die meisten Holzpizza. Die ist ja die Grundlage für ganz viele Pizzen, wie wir sie heute haben, nur dass wir noch mehr drauflegen. Also einfach Tomate und Käse. Ja. War vorher eine Pizza einfach nur Teig mit so ganz anderen Sachen? Also weder Tomate noch Käse. Ja, Teig mit Käse, es ist halt Tomate. Genau, richtig. Ich glaube, es war ohne Käse. Ist ja auch entscheidend, dass das der Rucola mit dabei ist, die Mozzarella dabei ist und dieses klassische. Okay, ja, gut. Früher war es nicht gleich Käse, ne? Sie haben halt auch, wie kann denn eine Margherita den Pizza-Wettbewerb gewinnen? Früher war Pizza halt alles möglich. Also einfach es gab Brot auch Weihwasser, wenn man drüber nachdenkt. Es war halt gebackenes Brot mit ein bisschen Soße und Aber jetzt macht es doch Sinn, dass es gewonnen hat, weil es eben das Beste war, wo man jetzt noch drauf aufgebaut hat. Davon wissen wir ja nicht, wie die anderen geschmeckt haben. Was haben die denn drauf gehabt? Einfach nur irgendwie Oliven mit. Vielleicht bist du da dann. Es ist leider nicht überliefert, welche 8 Zutaten die zur Auswahl hatten, aber ja, das hat gewonnen. Eine weitere ist wirklich, dass es, weil sie die italienischen Landesfarben hat, gewonnen hat, aber das ist eine Geschichte, die widerlegt wurde. Aber ja, weil ich... Das musst du mir erst beweisen. Es gab kein Italien. Italien. Italien ist ein Gerücht. Ja, noch nicht das Land Italien. Ich hätte fast C genommen, weil ich das so einleuchtend finde, das nach der Blume zu benennen, bis du dann erzählt hast, dass das die Farben werden und so sieht eine Margherita halt einfach nicht aus. Oder eine Margherite. Ja, also die Margherita hat halt auch, bis auf Rot ist alles dabei, ne? Kein Rot, ja eben. Und Gelb brauchst du ja auch nicht. Also, sie hat ja dann sogar eine anstelle Margherita von Rot-Gelb. Partei gab es wohl mal, die Blume halt hatte und deswegen dachte ich, da baue ich einfach drauf auf. Aber ja. Oh, der gute stramme Max. Holzbesteck. Ja. Da kommt der stramme Max. Sollte man das machen? Viele haben das Spiegelei auch einfach mit drauf. Ja. Es, vor allem, es fühlt sich doch so, ist das eine Sache, mögen Leute die Textur von Holz auf ihrer Zunge? Mein ganzer Körper schaudert, wenn ich nur dran denke, wie sich die Gabel in meinem Mund anfühlen würde. Dieses unbehandelte Holz hast, also wenn du sowas, was das ist sehr unbehandeltes Holz, hast, was eine glatte Oberfläche hat, dann ist es ja egal, aber ich finde so diese raue Oberfläche. Das ist rau. Ich hatte mal so eine Eissorte, die hatten immer so Plastiklöffel und die haben dann auf Holzlöffel umgestellt. Kann ich nicht mehr essen, ey. Das ist einfach. Aber die haben auch so ein raues Holz. Das schmeckt man das halt auch Scheiße. Sehr, das Holz, den Holzgeschmack, wenn man das damit isst. Ich glaube, bei McDonald's ist es jetzt so, dass du den McFlurry mit Holz kriegst. Das kann sein, ja. Was wollte ich denn gerade sagen? Achso, ich bin ein Eisbeißer. Also, nein, kein Eisbeißer, sondern Eisstielbeißer, Moggy. Wie stehst du dazu? Wenn man so ein Eis am Stiel aufgegessen hat, dann noch... Ich finde, Deschke sollte uns die Antwortmöglichkeiten vorlesen. Ich finde auch, Johnny. Okay. Stramme Max, Namenserkunft. Es ist der Stramme Max ist ein Gericht der militärischen Feldküche. Dieser wurde oft zubereitet, da er nur wenige Zutaten braucht und viel Kraft für einen strammen Marsch geben kann. Oder es ist B. Stramme Max ist ein klassisches Kneipengericht, welches gern besonders betrunkenen bzw. strammen Gästen gegen den Kater gereicht wird. Oder es ist C. Strammer Max kommt aus dem Sächsischen und beschreibt einen gut ausgestatteten Mann. Der Name wurde später auf das Gericht übertragen, weil es sich hier um ein besonders kräftig belegtes Brot handelt. Da ist ein kräftiges Stück Fleisch drauf. Da ist ein sehr kräftiges Stück Fleisch drauf. Ich alle was Antworten ist Strammer Max überhaupt? Ich kenne eine Geschichte, wie es entstanden ist, und die ist nicht dabei. Was ist das Gericht Strammer Max überhaupt? Ist das einfach nur... Es ist Toast mit Schinken, Käse und Spiegelei. Ich kenne es tatsächlich als Graubrot mit Schinken. Und ja, Spiegelei. Es wird auch mit Graubrot, genau, richtig. Oder überwiegend. Ja, und ohne Käse. Mit Käse? Also ich kenne es nur mit Käse, dass Käse immer dabei ist. Aber ja, da wird es wahrscheinlich viele Variationen geben. Ich denke, ich kann eine Antwortmöglichkeit für mich relativ deutlich ausschließen. Ja, ich auch. Eine halte ich für gewaltig Quatsche, bei den anderen beiden bin ich mir nicht so zwei sicher. Zwei Quatsch. Ja, echt? Dann nimm die du nicht Quatsch findest. Ja, die finde ich dumm. Hä? Die sind alle dumm. Nee, was?
Was? Nee, ich bin bei. Also, dumm? Hä? Eine finde ich Quatsch, dumm. Aber ein. Und zwei andere finde ich sehr. Hey, ich sehe da echt nichts, was Quatsch ist. Irgendwie. Ich schon. Na, es gibt. Wir werden drüber reden. Es gibt also. Ich will nicht sagen, dass es Quatsch ist. Ich will nur sagen, ich kann es mir nicht vorstellen. Ach so, ausgestattet. Meint ihr das? Ich sag dir gar nichts. Wir werden dann drüber reden. Ich glaube, wir Johnny. Haben schon ab. Ich glaub, wir werden gleich abgeben. Drüber reden. Genau, Mayfield, ne? Ach, das ist doch alles scheiße. Du findest doch zwei, Maeve, du kannst doch zwei, verzweifelst du auch Schwachsinn. Da bleibt doch noch eins übrig, oder nicht? Aber wir beide haben gesagt, wir finden nur eins und wahrscheinlich. Dann wieder so drei richtig bin, heißt ja nicht, dass dann es wieder drei richtig und ich ist. Falsch, ey. Aber was ist das für eine Scheiße? Habt ihr da mal irgendwie einen Podcast gemacht drüber oder so eine Sache, wo ich nicht dabei war? Nee. Ja doch, Mogi und ich haben mal eine Stunde lang Essen gegoogelt. Oh. Ja, ich hab was. Also, ich kann sagen, es sind wieder drei richtig und einer falsch. Aber diesmal ist Mogi falsch. Oh. Es ist tatsächlich ja. C. Na yes, Gott sei Dank. Max, war das mein erster Fehler jetzt? Das war dein erster Fehler, ja. Mies. Oh, stramm, Mogi, stramm. Stramm. Na, also was Schlammer Max ist tatsächlich ein Kneipengericht, kam aber erst viel später in die Kneipen und wird halt einfach schnell einfach zubereitet, also in der deutschen Küche. Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass es heute noch in Gaststätten oder so, das wüsste ich gleich. Doch, doch, du kannst sogar in den Bäcker gehen und Schlammer Max bestellen. Okay. Also, Junge, die Bäckerei, die ist bei uns, da habe ich mal Schlammer Max gegessen. Crazy. Also, was ich ausschließen wollte, war übrigens A, weil ich das Gefühl hatte, die werden, wie sollen die Kochschenken mitnehmen? Ach so. Ich weiß auch nicht, ob Eier sich so gut im Gepäck machen. Ich fand, dieses nur wenige Zutaten braucht, aber dann Eier ist halt so umständlich. Da ist einfach nur Schinken und Käse rauffliegen, dafür einfacher. Das Ei ist dann so ein bisschen. Ist jetzt nicht gerade so handlich, sag ich mal, ne? Hat man nicht immer dabei, ja. Ich hielt B für Quatsch. Ja, erzähl weiter. Sorry. Und besoffen wollte ich halt nicht so viel Essen in den Hals drücken noch. B sehe ich absolut, komm schon. Nein, vor allem, seit wann nennt man jemand betrunkene Stramm? Das habe ich noch nie gehört. Hier, was? So, ja. Ein strammer, betrunkener Kerl, was? Pulli hat natürlich wieder was anderes gehört. So gehört. Also ein strammer Kerl gibt es natürlich auch anderweitig, aber man sagt doch irgendwie, der ist so stramm. Ja, also ich kenne Stramm auch ganz normal als Begriff für betrunken. Ich finde, das klingt für mich genau nach dem Gegenteil. Also jemand, der absolut nüchtern ist, ist so stramm. Nee. Aber okay. Ja, irgendwie hast du recht. Scheinbar nicht. Nee, du hast Pulli ist wieder stramm, Leute. Ich finde, Fulli hat da einen Punkt. Also, Fulli klingt ein bisschen stramm gerade, wenn er das so sagt. Nüchternen Stramm nennen. Ja. die Story, die ich kannte, war übrigens, dass das auch tatsächlich als so Potenzessen angesehen wurde. Und das war meine gesamte Schande. Oh ja, ein bisschen Fett, damit man das so nicht dabei ist. Man voll Bauch, um richtig bereit für die Liebe zu sein. Nee. Es kam mir so vor, als hätte Moggy mir das erzählt, gerade in meiner Erinnerung. Nee, Moggy hat aber mal erzählt, dass unglaublich viele Gerichte, wo er recherchiert, immer irgendwas mit Libido-Steigerung zu tun hat. Nicht recherchiert, das generell. Das habe ich mir für diese Herleitung. Alles, was Fleisch ist immer, oder alles, was irgendwie komisch ist, hauptsächlich auch. Ja, aber deswegen hieß es Strammer Max, das habe ich noch erinnert. Genau, das habe ich mir zur Herleitung hier genutzt. Weil es muss doch zäh sein. Weil es zum strammen Max führt. Ironisch, dass ich dann der Einzige war, der es falsch hatte. Lief das schade. Ja, ist es wirklich. Du als unser Brotexperte. Ja. Ja. Stollen. Das wissen wir alle, oder? Das weiß ich nicht. Hatten wir bei dem Plätzchen-Quiz, ich hab's wieder vergessen. Mal schauen. Okay, ja, wir können ja mal gucken. Vielleicht gibt's auch wieder mal mehrere Bedingungen. Ist es A, Stollen kommt vom althochdeutschen Wort Stollo und bedeutet so viel wie Pfosten. Dieser Kuchen wird so genannt, da er die Form eines Pfostens erinnert. Oder ist es B, die Bezeichnung kommt daher, dass dieser Kuchen ab 1870 beim Bau des Dresdner Elbstollen für die Bergarbeiter gebacken wurde. Er war besonders praktisch, da dieser sehr fettreich und vor allem über mehrere Monate hinweg haltbar ist. Oder ist es C, die Bezeichnung stammt aus der vorchristlichen Zeit von den alten Germanen. Säulen, die den höchsten Gottheiten geweiht waren, hießen Stulo. ich muss gleich mal Stulo machen. Ich bin so lost. Klingelt da was bei euch? Bei mir nämlich nicht. Nee, bei mir klingelt alles. Ich finde, das klingt alles so einleuchtend. Bei Fulis gerade Feueralarm. Ja, bei mir ist Feueralarm. Da brennt's im Stollen. Absolut, absolut. Ich denke, das ist alles so realistisch. Ich fuck. Also alles, was ich nebenbei als Funfact droppen kann, ist, dass der Christstollen gar nichts mit Weihnachten zu tun hat, da Stollen ganzjährig gebacken werden und das ist nur Marketing. Das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt nicht. Aber ich mag auch keinen Stollen. Ich weiß halt eine bestimmte Sache über Stollen. Dass wie das Christkind aussehen soll? Ja, aber das hat ja nichts mit dem Namen zu tun anscheinend.
Das ja, weiß ich auch. Du hast ja gesagt, du weißt eine Sache über den Stoffel. Ich weiß noch, also, okay, ich weiß mehrere Sachen. Also die eine Sache, worauf ich weiß diverse Sachen über Stoll. Frag mich doch mal. Stollen sollen aussehen wie die Windel des Christkindes. Das ist eine der diversen Entstehungsgeschichten. Was? Ja. Ja, schon, aber das macht es eher so weihnachtlich, deswegen heißt es ja nicht Stoll. Sehr weihnachtlich, eine Windel zu essen. Ja. Nein, weihnachtlich, weil das Christkind an Weihnachten. Nein, ich hab's schon verstanden. Ich glaube, Windeln wurden damals auch nicht wirklich direkt so wie heutzutage immer nur verwendet. Nee, das war sozusagen. Wenn man generell ein bisschen gewindelt. Eingewickelt ja. Ist. Ja. Fully, okay. Fully, jetzt eine Windeltorte, oder? Nee. Oder ein Windel-Adventskalender. Nee. Oder eine Windel zum Adventskalender. Gibt's wirklich. Oh, Verzeihung? Ich hab so einen. Ja. Eine der berühmtesten Adventskalender-Firmen heißt Windel. Ich muss heute nicht mehr aufs Klo mit der Aufnahme, Freunde. Ich muss nicht mehr weg. Hast du Milch getrunken oder was da los? Keine Ahnung, spielt keine Rolle. Okay, ich glaube, wir machen schnell weiter und lösen auf. Fully und Maeve haben es richtig, Morgi und Johnny haben es leider falsch. Verdammt, genau das da. Dresdner war mein Wort, um euch zu fangen damit. Das hatte nichts mit dem Dresdner Stollen zu tun. Das mit den Dummen mit Stollo und Stulo, dachte ich mir, es klingt so dumm. Es ist so dumm, aber es ist ich fand's lustig, richtig. Dass Stollo und Stulo Pfosten und oder auch Säule bedeuten kann. Deswegen dachte ich mir, eins von beiden muss richtig sein. Und nichts hier. Oder beide einfach. Ist sogar richtig. Crazy, oder? Ist die Frage, kam es jetzt vor im Plätzchen-Quiz? Ja, da hatten wir Stollen, aber ich weiß nicht, aber war irgendwas aber das anderes. Hier irgendwie nicht, ne? Ja. Auf jeden Fall bei B, das Einzige, was mich halt aufgehalten hat, war die Jahreszahl. Ich dachte mir, der Stollen ist doch viel älter als das, oder? Ach so, ja, vielleicht. Ja, ist älter als 200 Jahre. Mogi, warum dachtest du denn B? Klang für mich nach einer gut ausgearbeiteten, sinnvollen also, ja, Geschichte, aber, während Stulo und Stollo für mich nach Schwachsinn klang. Aber verbindest du Dresden mit Stollen, meine ich? Ach so, ja, das auch. Ja, okay, dann das war die eine andere Sache, die ich nur wusste. Sollte man Dresden mit Stollen? Dresdner Christstollen. Wie Geschichte hast du die Nürnberger Bratwurst? Das ist so der Stollen. Einfach. Oh, richtig. Das wusste ich nicht einmal. Deswegen war Dresden halt mein Fingerwort. Das hat mich reingekriegt. Deschke war fies. Ja. Die Geschichte hat sich Jonathan Deschke Franks leider ausgedacht. Ja. Ist das wahr? Leider nicht. Nein. Okay, wie viele haben wir eigentlich noch? Ich weiß gerade nicht, was das nächste. Genau, wir sind beim letzten tatsächlich. Okay. Wieso heißt es so? Mit Kaugummistiel! Ja. Das Bum-Bum-Eis ja mit Kaugummistiel. Oha! Ja, das Bum-Bum-Eis ist natürlich von Theo Schöller gemacht worden. Und wir fangen an. Ist A. Das Bum-Bum-Eis hat seinen Namen von Theo Schöller als Ehrung an Boris Becker nach seinem Sieg über Wimbledon bekommen. Zu der Zeit trug Boris Becker den Namen Bum-Bum-Boris. Oder ist es B? Du bist so weit gegangen, Dischke. Das Bum-Bum-Eis hat seinen Namen durch Theo Schöller bekommen, nachdem dieser Urlaub auf der Insel Pualau Bum-Bum in Malaysia machte und dort erstmals Eis mit einem Stiel aus Kaugummi aß. Oder ist es C? Das Bum-Bum-Eis hat seinen Namen durch die Band Trio und ihren Song Bum-Bum, welcher 1983 der Lieblingssong von Theo Schöller war. Dieser benannte die Eissorte letztlich nach dem Song. Boah. Da. So schön das sommerlich. Der Theo. Also ja. Der Theo Schöller hat's definitiv scheinbar erfunden. Ja. Das ist klar. Ich sag, wie es ist. Ich muss das nehmen. Also wenn es das sein wird, dann habe ich so viele Fragen. mies. Ja, ist nicht so einfach. Deschke, ich bin mir 100% sicher. Das freut mich. Es war die Frage, wie, was für ein wilder Kerl ist oder war Theo Schöller? Der war sehr wild scheinbar. Der war bestimmt sehr wild. Guck mal, vielleicht wie viel ist Eis immer der Mann noch kreiert hat. So viele Sorten. Was war kein mehr? Sport, Chart, Musik oder fremde Länder? Ja. Fremde Länder bestimmt. Mit Kaugummistiel. Mit Kaugummistiel. Der hat nicht geschmeckt, oder? Der Kaugummi?
Nee, ich fand das. Ich fand generell Bum-Bum-Eis ziemlich schrecklich. Ich mag Basic-Kaugummi-Geschmack einfach nicht. Kaugummi muss irgendeine Geschmacksrichtung haben und nicht dieses. Stimmt, das ist einfach so ganz langweilig, ne? Einfach und nur das Plastik-Time-Stil hat sich auch immer so ein bisschen gelöst. Dann hatte man den Kaugummi in der Hand, dann wurde er auch so ein bisschen eklig. Ich finde halt auch insgesamt so eklig. Ich kann mich kaum erinnern. Ja. Aber Maeve, ich verrate dir was. Ich sehe 3 richtige Antworten und eine falsche. Oh. Oh, ihr habt es auch genommen. Weiß hat seinen Namen gesprochen. Ja, das habe ich nicht mal gehört. Und das ich weiß, Eis sieht optisch Oma aus wie ein Tennisschläger oder soll optisch warte, an einen Tennisschläger haben 3 Leute es richtig? Ja. Ja. Was? Ich dachte, der Name kam von seinen anderen Aktivitäten. Nee, für also die es gab heutzutage einen Bum Bum von der Band Trio, aber nee. Und es gibt auch die Insel Puolau Bum Bum, aber ich glaube nicht, dass er jemals dort war. Nee, Morgi redet von Boris. Ach so. Ja, die Geschichte. Den Spitznamen kannte ich durch meine Oma, die war riesen Boris Becker Fan, könnte man sagen, mit den ganzen Klatschmagazinen. Und die hat sehr viel von Boris Becker erzählt. Ich dachte, er hat so viel sein ganzes Vermächtnis ruiniert mit komischen Kammergeschichten. Dass daher er nur noch den Namen hat. Ich hätte auch gedacht, daher kommt er. Nee, er war wohl so auf Zack, dass die Leute... Der war mal ein guter Sportler. Da nach das dem klingt Motto einfach nach Bum-Bum-Boris. Das klingt nach Bomber Luigi. So, ich war mir so sicher, ich hätte gewinnen können, aber dann, ich glaube, die letzten 3 Sachen hatte ich alle falsch. Dementsprechend. Hä, du hast nicht Bum-Bum-Boris genommen? Nee. Warum nicht, Morgi? Ich war mir ziemlich sicher, dass das... Ich dachte, aus Joke nimmst du den wenigstens. Mensch. Nee. Ich hab's aus Joke genommen. Nee. Ich habe einmal dann hat bestimmt, genommen. Ja, Fully hat eh wieder gewonnen, wie immer halt, ne? Nee. Also ich sehe eure Punkte. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Morgi war euch sagen. Also ich weiß, wer verloren hat, nämlich ich. Hat Morgi nicht trotzdem gewonnen? Morgi hat doch safe gewonnen. Wir werden jetzt gleich sehen, wer gewonnen hat. Okay, also auf dem letzten Platz ist auf jeden Fall Maeve mit 7 Punkten. Stark. Ja, nice. Dann haben wir einen geteilten Platz wieder einmal und einen ersten Platz. Oh, Fully hat gewonnen, ja. Hat Fully hat wirklich gewonnen? Nein. Ja, Fully hat nur eine Sache falsch geraten. Was? Es ist halt echt so scheiße, mit Fully Quiz zu spielen. Ja, was soll denn das? Wie ist das möglich? Nicht mal bei Essen sind Morgi und ich vorne? Ich weiß es nicht. Nicht mal bei Essen. Nee, ihr habt 9 Punkte und Fully hat 11 Punkte. Morgi hat leider die letzten 3. Alle. Morgi und ich teilen uns schon wieder. Den Platz. Das hat mich, warum gewinnt Fully jedes Quiz? Was soll das denn? Ich weiß. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Doch, Deschke, solltest du John hat sogar gegoogelt. Der ist einfach belesen. Deschke sollte die Quiz in vornherein nicht immer mit Fully absprechen, vielleicht. Ja, ich glaube auch. Ach, ja, genau. So! Nicht immer Fully zuschicken und fragen. Und meinst du, die Fragen gehen so in Ordnung? Fully, wie gefällt dir das? Eine Sache war da, es gab ja so ein paar historische Sachen und ich liebe es ja, solche Videos zu sehen, also konnte ich daher immer ganz viele Sachen ableiten. Das war meine ganzen Guesses. Du bist generell hat das Ja und haben, hab die haben die Fakten und das Ja und sonstigen Shit gepasst, dann habe ich es gewählt und dann war es meistens richtig. Also selbst bei meinen Fake-Antworten haben Ja und Namen oft gepasst, also. Dann kannte ich sie einfach nicht. Ja. Yeah. Dann war ich lucky. Okay. Well recherchiert auf jeden Fall. Ja, aber zum Beispiel wusste er nicht, dass es den Dresdner Christstollen gibt und konnte deswegen gar nicht abgelenkt werden. Ja, das war auch lucky. Das war auch. Das ist gemein, weil Dresdner Christstollen, ne, das ist immer so das Ding, aber gut. Ich hatte keine Ahnung. Ja. GG. Ja. Good job, Fully, wie immer. Ja. Toll gemacht, gar nicht so toll gemacht. Es tut mir doch leid. Fully schickt mir das Geld. Das will ich auch hoffen, dass wenn du gewonnen hast und es dir leid tut, dann haben wir was richtig gemacht. Warte mal, ist das Fullys Redemption auf die Herrenherausforderung? War da nicht oft Letzter? Nein, da war ich immer Letzter. Ich bin immer Letzter. Ich verliere immer. Ich Letzter. Oh nein. In Jackbox verlierst du irgendwie immer. Nein, ich verliere in allen Spielen immer. Hä? Oh nein. Ich verliere in allen Spielen immer. Was soll denn das? Aber du bist dabei, das ist doch auch. Stimmt, ich bin da nicht mal. Er verliert gar nicht immer. Er merkt Spaß zu Spaß. Er merkt sich immer nur, wenn er verloren hat. TTT. Wenn er gewinnt, vergisst er es wieder sofort. TTT kannst du. Nee. Hey, wie auch immer. TTT gewinnst du öfter als ich. Ey, Glückwunsch an den Gewinner Fully. Dashcare, es war ein spaßiges Quiz. Waren gute Antwortmöglichkeiten. Ja, voll. Ich liebe die Antworten. So clever und kreativ ausgedacht. Ich mochte das Quiz nicht. Ich komme nicht über Bum Bum Boris hinweg, dass er das Bum Bum Eis benannt hat. Ich wusste nicht, dass das aus dem Tennis spielt. Boris Becker sorgt dafür, dass wir jetzt das Bum Bum Eis haben und essen. Es gibt es echt nicht. Das kann nicht sein. Wir essen es nicht. Scheiße, was ist passiert? Nee, wir essen es wirklich nicht. Scheiße, was ist passiert? Aber wir kommen ins Gefängnis demnächst. Oh ja. Steuerhinterziehung, da hat er irgendwas. Der saß doch schon längst, der ist schon wieder raus. Das war doch schon, ja. Ja, oder so. Ja. Grüße gehen raus an Boris Beck auf jeden Fall. Ja, Boris, hoffentlich hat dir das Video gefallen. Und an Lettländer.
Plattdeutsch sprechen oder so. Mhm. Und an alle anderen natürlich auch. Und an die, die auf den Eisstiel raufbeißen. Nee, an die nicht. Ihr widert mich an. Nee, die nicht. Ja. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.